Ja. So, für eine Folge muss noch drin sein. Ich muss erheblich vorproduzieren. Also ich will massig vorproduzieren. Denn bald steht wieder der Sommer vor der Türe und dementsprechend die Hitze. Wobei ich muss sagen, letztes Jahr war es zum Beispiel, fand ich das nicht so schlimm, die Hitze. Nicht so schlimm wie die 4 Jahre zuvor. 4 oder 5. Die waren wirklich extrem teilweise. Gerade 2018 erinnere ich mich noch zurück. 2018 war richtig schlimm. So, schauen wir mal hier vorbei. Muss los. Kann man es mit dem anlegen? Was gibt das denn? Ach. Ja, nee, alles klar. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu eitel. Ja, mich eiskalt treffen. Die leisten ab. Die leisten ab, das ist gut. Ich glaube, das Gefühl, die kommen wir doch hinterher. Doch nicht. So, hast du Hunger? Nom 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 nom. Nom 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 nom. Also, immer schön arbeiten, Freunde. Könnte mal. Oh, Mana plus 5. Ja, da hat es mir angesehen und muss abdampfen. Er hat genug. Von meiner Völlerei. Pass mal auf. Zum Canyon. Das trifft sich gut. Dann kann ich noch mal. Wer auch immer das war, der mir Stärke beibringen. Ah, es war Brandon. Brandon. Der Fels in der Brandon. Der Fels hier. Die, Hey du. Bring mir was bei. So. Ich trinke auch was, auf das ich wieder funktioniere. Gut, Junge. Du bist schon um einiges stärker geworden.
Ei. Ich bin ganz deiner Meinung. Glaubst du wirklich? Was war mit dir? Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Ich bin ganz deiner Meinung. Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Na gut, das sind eigentlich Dialoge, die kann man immer wiederholen, scheinbar. Ist das wirklich wahr? Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Da ist auch wirklich irgendwann der Moment, wo, ne? Wo er doch mit einem reden will. Übrigens, wo wir hier sind, ich hänge fest. Ich habe da noch was ganz vergessen. Wir könnten noch ein bisschen Verkaufsware hier ersteigern. Ergattern, so. Hier sowieso. Grog, Rum, Wein. Alles dabei. Ich gar nicht mehr gedacht. Seht ihr hier? Oh, eine alte Statue ist hier. War da nicht was? Nee, ihr habt mich geirrt, oder? Hey, ich könnte schwören, da war irgendwo noch was. Ach komm, dann eben nicht. Was hast du? Was gibt? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Garrett, nicht mal wie ein Schwert hält. Du kannst doch sicherlich ein paar meiner Waren gebrauchen. Zeig mal, was du hast. Das jemals ändern. Schwarze Perle? Schwarz vor Feuer. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Glaubst du wirklich daran? Also ich schon. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das war doch schon vorher klar. Ohnmacht kann weg. Bartaxt durch zwei. Steinbrecher. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Das ist eine schlimme Sache. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Glaubst du wirklich daran? Wie es passt, auch Bonus für maximales Mana? Können wir uns einführen. Das ist wirklich nicht mein. Warum ich das jetzt noch nicht gemacht habe, keine Ahnung. Das ist doch lange bekannt. Ich bin ganz deiner Meinung. Mittlere Banditenrüstung. Ich hätte das anders gemacht. Schwere Banditenrüstung, die kann ich ja auch alle wirklich verkaufen. Ist das wirklich wahr? Leichte Söldnerrüstung, ich habe die mittlere. Wie die überhaupt nichts wert ist, letzten Endes. Also, komm mir nicht so. Er hat auf die falschen Leute gehört. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält.
Meinst du, mir geht es besser? Glaubst du wirklich daran? Wird sich das jemals ändern? Man weiß es nicht. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich hätte das anders gemacht. Nö, hätte er nicht. Meinst du, mir geht es besser? Hier Bogenschützen, die Dinger, die kann ich verkaufen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Weil, was soll ich damit? Das ist doch lange bekannt. Armbrustschützen, ja, vielleicht. Glaubst du wirklich daran? Lebensenergie, Magie. Das ist wirklich nicht mein Problem. Stärke behalte ich auf jeden Fall. Hier Stein, Zweihandkampf, kommt weg. Meinst du, mir geht es besser? Glaubst du wirklich daran? Schön über das Smalltalk. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Schattenläuferhörner behalte ich. Auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Das ist eine schlimme Sache. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Dort, wo ins Kauf kommen. Geht es besser? Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist doch lange bekannt. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Meinst du, mir geht es besser? Lass mal schauen, was in dem leichten Fisch versteckt ist. Dietriche. Ich hab was anderes gehört. Mir erfährt keiner. Komm, die Beutel, die lasse ich jetzt mal zu. Ja, das hat er wirklich behauptet. Er hat auf die falschen Leute gehört. Sind es des Geistes? Wird sich das jemals ändern? Meinst du, mir geht es besser? Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich merke schon, ich komme einfach. Ich penne hier schon halb ein. Ich bin ja so einer, der zieht erstmal durch. Bis zu einer gewissen Stelle eben. Jetzt zieht durch, was das Zeug hält. Und ich glaube, es ist jetzt schon wieder Abend. Ja. Es ist wieder Abend. Und hier haben wir wieder. Ach ja. Den schönen Wasserfall. Den herrlichen Ausblick. Da ist wirklich mal Urlaub. Tja, hier geht nichts mehr mit Holz und Holzfällen. Aber die Banditen würden überhaupt nicht angreifen für die Palisade. Die würden die Palisade nicht stürmen wollen. Die haben erstmal eigene Probleme. Ein Dunkelpilz auf dem Stein gewachsen. So. Dann machen wir hier den Schenker. An der Brücke sitzen ja unten die Orks, also muss ich hier einen anderen Weg suchen. Und der ist hier. Ich erstmal hier rum. Feuerregen, ich sehe nur Feuerregen.
seht ihr es? Und da drüben ist schon wieder hier Austauschplatz hier. Ist auch schon. Da unten ist die Brücke. Da unten ist eine Hütte. Okay. Ah, aber dieser Ort hier, ne? Was? Ach, hier! Du Schlingel! Habe ich letztens bei Jorgenson gesehen. Dirty Swamp. Da ist das hier ein verfluchter Ort. Und der Tempel da drüben, in dem man hin kann. Glaube ich, der Priestertempel. Ja, Priestertempel kann das nur sein. Oh. Snapper hat einen Goblin gefressen. Hast du die Mahlzeit noch genossen? Da ist nichts zu. Nun habe ich dein Blut vergossen. Batsch, 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 batsch. So, warte. Ich wollte doch noch einen anderen Weg einschlagen. War da nicht noch ein Snapper? Nö, dann waren sie hier. Ich höre Scavenger. Ich höre es picken. Trollfell? Fell eines Schattenläufers? Eine Doppelaxt. Oh, die würde ich zu gern tragen. Naja, aus der Höhle ist dann Jorgenson rausgekommen, erstmal hier in dieses Tal, weil es irgendwie so abgeschieden war. Grasland-Scavenger. Ein paar grüne Scavenger. Ursprünglich auch bekannt als Scavenger-Dämon. So, da in der Höhle sind aber Skelette drin und eine Belia-Statue und hier muss ich auch irgendwo aufpassen. Der hatte gar kein Interesse, mich anzugreifen. Da ist ein Schattenläufer. Hier muss ich aufpassen. Tja. Hey du. Wir decken ihn ein, wir decken ihn ein. Toll. Das wollte ich nicht. Ein Eremit. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Inos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Und?
Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Hast deine Skillpunkte falsch verteilt. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Klar, Crawler-Rüstung geben, klar. Ich schätze, das wird dir passen. Tatsache. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Mit den Klamotten komme ich über den Winter. Danach sehen wir weiter. Vergiss ja nicht, dich regelmäßig zu waschen. Horn eines Schattenläufers, immer ja gern gesehen. Fell eines Schattenläufers. Schade, jetzt reiße ich ihm die ganze Deko ab. Horden von Orks vor seiner Haustür, da doch auch. Nichts zu holen. Na gut. Einmal Survivalist wie der Eremit. Ich glaube, ich habe es gefunden. In Gothic. Aber ein Survival-Spiel hier drauf lässt sich schwer umsetzen. Sehr schwer. Man müsste schon eigentlich die Map, die ganze Maxwell Gothic in was weiß ich wo rein importieren, Alter. So, und jetzt probieren wir nochmal den Schattenläufer wegzuholen. Der hat hier wirklich nichts mehr verloren. Hey! Das Niveau ist viel zu hoch für mich. Toll. Jetzt habe ich es geschafft. Das war's wirklich mit ihm. Diesen Anblick, ey. Schön. Ich wollte gerade sagen, du gehst jetzt aber nicht hier zu den Orks. Das sieht aus, ey. Na gut. Ich setze hier den Sockel, also den Fokus auf diesen Sockel. Der letzte Teleporter freigeschaltet. Da ist nichts zu holen. Das ist so unbezahlbar, wie das ausschaut. Komm. Gib dir jetzt im. Geben das ab. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Hier hast du ein paar Goldmünzen.
Dankeschön. So, nun kehren wir auch wieder zum Tal zurück. Wir lassen uns beim Eremiten nieder. Und von dort aus werden wir nächste Aufnahmesession. Hallo? Von dort. Ja, komm. Das machen wir am besten. Erstmal schlafen gehen. Wir werden diesen. Darüber, dahin wollen wir. Erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Macht's gut.